So, damit herzlich willkommen an alle Zuschauer auf YouTube. Weiter geht's hier bei Star Wars: The Old Republic im aktuellen Add-on Onslaught. Auf Seiten der Republik. So, wir schauen mal ganz kurz. Wir können uns bestimmt wieder zurück teleportieren. Republikanische Front Operationsbasis, das heißt. Wir haben uns da dementsprechend auch mal. Ja, wobei. Teleportieren wir uns da mal hin in der Hoffnung, dass wir irgendwo in die Nähe kommen, da wo wir hin sollen. Ah ja, stimmt, ja. Sollten wir bei Gelegenheit wahrscheinlich mal machen. Sollten wir wahrscheinlich bei Gelegenheit dann mal machen. So. Willkommen. So. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wollte unbedingt mit diesem extrem stylischen Mount, mit dieser Flugroute fliegen. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Station vorher teleportiert habe. Und wie einer behauptet, was anderes. So. Wunderbar. Hier, Haben das wir sind den alles. ersten Abschnitt tatsächlich dann schon durch? Nach keine Ahnung wie viel Stunden. So. Immerhin, 2 Sekunden, die wären euch so entgangen. So. Dann ist Saviks Kooperation ernst gemeint? Sie hat euch wirklich den Plan des Imperiums verraten? Sieht so aus. Ich habe General Darun kontaktiert und es ist in der Tat eine Flotte nach Mekshar unterwegs, um aufzutanken. Das passt alles zusammen. Ahn und ich brechen sofort dorthin auf, um uns mit dem Kommandanten der Flotte zu treffen. Vielleicht gelingt es uns, die Imperialen zu finden. Wenn wir sie auf Mekshar aufhalten können, wie es uns hier gelungen ist, haben wir vielleicht eine Chance, Corellia zu verteidigen. Sehe ich zwar noch nicht, aber naja. Wir werden das Imperium aufhalten, egal was sie vorhaben. Dann fangen wir an. Wir sehen uns auf Mekshar. Senatorin, danke für alles. Gute Reise. Wir haben Savik auf eine Allianzfähre verfrachtet, die abflugbereit ist. Sie sagt, sie will bei uns bleiben. Also genau genommen bei euch. Natürlich würde es die Republik bevorzugen, wenn wir sie den republikanischen Obrigkeiten übergeben. Wie seht ihr das? Was? Verdammt, jetzt habe ich nicht auf den Dialog geachtet. Ich habe keine Ahnung, um was es gerade ging, aber ich nehme halt das. Bringt Savik nach Odessen. Sie könnte der Allianz sehr nützlich sein. Wird gemacht. Ah, um sie ging's also. Ich glaube, da. Bitte zwingen Sie uns nicht, uns irgendeinen anderen Idioten zu suchen, der uns bezahlt. Also, wir würden viel lieber für Sie arbeiten. Einen anderen Idioten. Aha. Ich glaube, wir müssen das Ding mal zerdrücken wie so eine Blechdose. Naja. Ich habe ein Herz für kaputte Kreaturen. Wir freuen uns über eure Hilfe. Lana kann euch eine Unterkunft auf Odessen besorgen. Och, das ist einfach nur lächerlich. Wir haben euer Schiff aufgetankt und sind bereit, wann immer ihr aufbrechen wollt. Anhand von Saviks Informationen haben wir Truppen auf die Suche nach König Petruf geschickt. Wir rechnen damit, ihn in ein paar Tagen zurückzuhaben. Sein Gerichtsprozess wird sicher interessant. Aber ich mache mir mehr Sorgen um das, was danach passiert. Wenn sich die Adligen nicht einigen, könnte die Herrscherfrage in Gewalt ausarten. Tja, ich hab's ja gesagt, wir müssen den Thron übernehmen. Die einzige logische Schlussfolgerung darauf. Ah ja. Frauenquote erfüllen. Ihr würdet eine tolle Königin abgeben, Nibet. Sie sollten euch wählen.
Danke, aber ich will mein Volk nicht beherrschen. Ich will nur für sie sprechen und ihre Weisheit mit dem Rest der Galaxis teilen. Viel Glück auf Mekshar, Commander. Und auf Corellia. Tatsächlich ein komischer Ablauf gerade. Wie aus dem Lehrbuch. Oh. Lass mich raten, das ist pottenhässlich, die Anpassung. So, dann dürfen wir, denke ich mal, hoffentlich wieder den Begleiter wechseln. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit so einen Bettvorleger hinter mir herlaufen zu haben. Ich bin hier. Oh, hat man schon wieder Level up? Hier, oh, das Tatsache. Das ist echt unwahrscheinlich, wie schnell man hier die Level-Ups hat. So, dann würde ich sagen, ignorieren wir mal dezent die Daily-Quest. Könnten wir rein theoretisch sogar aus dem Log löschen. Ja, löschen wir mal aus dem Log. Aufgeben. Brauchen wir nicht. Und auf zum nächsten Kapitel. Das hat mal keiner gesehen, dass wir die abgebrochen haben. Die lag weit unter unseren Fähigkeiten. Das wäre erniedrigend gewesen, wenn wir uns damit abfinden oder hätten abgeben müssen. Unter unserem Niveau. So. Na komm schon, Ladebalken. Na schön. So, haben wir wahrscheinlich wieder eine etwas lautere Zwischensequenz. Ich warne diskret schon mal vor, ne? Nicht, dass einem gleich die Ohren explodieren. Zwischensequenzen sind ja meistens immer ein bisschen lauter. Commander, hier spricht Vizeadmiral Nalok, Befehlshaber der 29. Republikanischen Flotte. Willkommen auf Mekshar. Nalok? Ihr habt auf der SLS gedient, nicht wahr? Es ist lange her. Das ist es wirklich. Ich habe gehofft, mal wieder mit euch zusammenarbeiten zu können. Ich habe einen Kontakt vor Ort, der mir beim Auftanken unserer Schiffe hilft. Eure Jedi-Freunde sind bereits hier. Hier sind die Koordinaten. Nalok Ende. Ah, stimmt, auf der SLS ist, ich erinnere mich. Es ist erstaunlich, wie viele Charaktere man aus übelst vergangenen Zeiten hier wieder trifft, ne? Das ist ziemlich cool gemacht. Das war tatsächlich was ich immer mal so ein bisschen mir auch gewünscht hatte, quasi. Dass Charaktere nicht einfach nur irgendwie recycelt werden. Sondern dass Charaktere, die man irgendwie auch mal am Leben gelassen hat, auch bei Dialogen, mal wieder auftauchen. Commander, cool. Das ist Jot, ein alter Freund von mir. Er hat 30 Jahre in der republikanischen Marine gedient und jetzt ist er Chefingenieur von Mekshar. Nennt mich Schrotti, das Tonale. Und Chefingenieur klingt etwas extravaganter, als es uns hier lieb ist. Meine Crew und ich halten die Dinge hier am Laufen. Strom, Wasser, Luft. Mekshar ist offiziell neutral, aber ich und meine Leute stehen ganz hinter der Republik. Was immer ihr braucht, wir werden euch helfen, es zu bekommen. Ich konnte ihn nicht verstehen. Dieser Lärm ist einfach zu laut. Boah, ich glaube, wenn ich dieses weiß nicht, was das sein soll, Motorengeräusch oder so, wenn ich das den ganzen Tag hören würde, ich glaube, da würde ich hier Amok laufen. Danke, dass ihr uns helft, Schrotti. Ich bekomme nicht oft die Chance, einem Jedi zu helfen. Es ist mir eine Ehre. Schrotti ist bemüht, uns den benötigten Treibstoff zu besorgen, aber es ist nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Wie ich schon sagte, ist Mekshar neutral, also werden eure Schiffe erst aufgetankt, wenn die höheren Mächte hier darüber abgestimmt haben. Mekshar wurde früher von den Hutten betrieben. Die Einheimischen haben sie rausgeworfen, während sie mit Marquette beschäftigt waren und schmeißen den Laden jetzt selbst. Daher werden alle großen Entscheidungen per Abstimmung durch die Anführer der 5 größten Crews getroffen. Ihr habt Glück, ich bin einer davon. Die Huttenbrecherin hat ihre Revolte damals angeführt und kontrolliert jetzt die Docks. Sie wird für euch stimmen, da der Verkauf von Treibstoff direkt in ihre Tasche wandert. Also braucht ihr nur noch eine weitere Stimme. Leider bin ich kein Diplomat und nichts für ungut.
Ihr auch nicht, Schrotti. Also sollen wir für euch diese letzte Stimme besorgen und jegliche Pläne des Imperiums vereiteln. Was hat uns Darth Zarvik sonst noch gesagt? Wir haben es mit Darth Shar zu tun. Sie ist im Rat der Sith für imperiale Logistik zuständig. Was nicht gerade furchterregend klingt. Vielleicht. Aber man wird nicht in den Rat der Sith aufgenommen, nur weil man die Vorräte pünktlich liefert. Unterschätzt niemals einen Sith. Wenn ihr nach Sith sucht, findet ihr sie bei den Brüdern, einem Haufen von unheimlichen Sklavenhändlern in den unteren Ebenen. Das Imperium ist ihr bester Kunde. Sie werden bestimmt in Massen auftauchen, sobald die Flotte mit dem Auftanken beginnt. Wir sollten unsere Verteidigungen besser im Vorfeld planen. Können Arn und ich uns die Docks ansehen? Ich würde gern sehen, was auf uns zukommt. Natürlich. Ich bringe euch persönlich hin. Wir sprechen später, Commander. Ich will meinen verdammten Padawan zurück. Ich habe immer okay, noch Nadia Grell geschickt. Wenn wir uns sind, können wir Klartext reden. Ich weiß, was ihr denkt, weil ich das auch denken würde. Ihr habt da draußen diese gewaltige Flotte und hier diesen kleinen Felsbrocken voller zwielichtiger Gestalten. Wieso also nicht einfach nehmen, was ihr braucht? Wir spielen mal die Moralapostel. Diese Leute hier sind nicht unsere Feinde. Es wäre falsch, sie zu zwingen, uns ihren Treibstoff zu geben. Gute Antwort. Und außerdem würde es nicht funktionieren. Das habe ich natürlich gewusst. Die Sprecherin hat eine Notsicherung eingebaut. Mit nur einem Knopfdruck wird ein Impuls freigesetzt, der sämtlichen Treibstoff auf der Station unbrauchbar macht. Es dauert Wochen, bis der Treibstoff wieder benutzt werden kann. Das ist also definitiv keine Option. Vertraut mir. Ich habe eine bessere Idee. Die Huttenbrecherin veranstaltet eine Auktion in ihrer Festung auf der anderen Seite der Station. Alle Crewführer werden dort sein und ich kann euch reinbringen. Es ist eure beste Chance, euch die letzte nötige Stimme zu sichern. Wir sollten das Lana machen lassen. Die hat ein Händchen für zwielichtige Gestalten. Ihr wisst mehr über diese Crews als wir. Irgendwelche Ratschläge? Ich versuche, mich weitestgehend aus ihren Geschäften rauszuhalten. Haltet euch nur von den Brüdern fern. Na, ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Dann können wir loslegen. Was zum? Wer seid ihr? Interessantes Lichtschwert. Interessantes Lichtschwert, das muss man mal lassen. Wir tun mal so, als ob wir uns auf den Kampf konzentrieren. Frage ich mich tatsächlich ein bisschen, wer sich dahinter verbirgt. Von der Statur her schwer einzusortieren. Was in allen Welten? Ich habe das Lichtschwert gesehen. Wollen die Sith euch schon ausschalten? Mitten in meinem Gebiet? Nichts davon ergibt einen Sinn. Wieso eine Maske tragen, wenn sein Lichtschwert ihn sofort verrät? Fragt mich nicht, wieso die Sith tun, was sie tun. Ich hatte immer den Eindruck, dass nur jene Masken tragen, die sich ohne nicht furchterregend genug fühlen. Zum Gleiter geht's hier lang. Wir sehen uns später bei der Huttenbrecherin. Ich werde mehr Droiden für die Perimetersicherung einteilen. Wenn die verfluchten Sith denken, sie könnten hier einfach reinspazieren. Das ist tatsächlich alles ein bisschen verschoben. Eben auf dem Planeten, wo wir die Senatorin gerettet hatten, da hat er quasi so ein bisschen die Story auf imperialer Seite aufgehört. Weil da haben wir die quasi alle Beteiligten umgebracht. Das haben wir in der Hinsicht ja umgangen. Treffen wir uns drinnen? Sag mir nicht, wir müssen mit Theron die ganze Zeit dann durch die Gegend rennen. Erinnerung,
Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Bin schon mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, bis wir durch sind. Hier, das wird helfen. So. Ich könnte ja kein Transportmittel nutzen, ernsthaft? So. Bin ich tatsächlich mal gespannt, wie sich die Geschichte jetzt anders entwickelt, da war ja jetzt auf Republikseite das ganze Spielen. Und wo noch Parallelen bleiben. Ach, ihr seid auch hier, Boss. Wir haben mit Teron und Lana geplaudert und sie sagten, dass ihr hier wärt. Wir dachten, wir könnten euch unterstützen. Wir haben über die Jahre ein paar Abmachungen mit diesen Leuten getroffen und können euch helfen, sie zu manipulieren. Sie werden abstimmen, wie immer ihr es wollt. Mhm. Ich freue mich über jegliche Informationen, die ihr habt. Wir machen nur unseren Job. Ich will schon hoffen. Wenn ihr soweit seid, können wir reingehen. Okay. Die Huttenbrecherin. Anführerin der Rebellion, Befreierin und inoffizielle Königin von Mekscha. Hm. Ihre Crew kontrolliert die Hauptdocks. Sie muss nicht groß überzeugt werden. Der Verkauf des Treibstoffs bringt ihr ein kleines Vermögen ein. Aber nur, wenn ihr friedlich bleibt. Wenn ihr die anderen Crews zu sehr aufmischt, wird die Huttenbrecherin dicht machen. Egal, wie viel Credits ihr entgehen. Mekschas Sicherheit ist ihre oberste Priorität. Verstanden. Was ist mit den Brüdern? Jot sagte, sie arbeiten mit dem Imperium zusammen. Ja, Sklavenhändler. Mitglieder eines seltsamen religiösen Kults. Das Imperium kauft fast alle ihre Sklaven. Viele Flüchtlinge auf der Durchreise enden in den Pferchen der Brüder. Und selbst die Huttenbrecherin schickt ihnen hin und wieder Unruhestifter. Sie werden niemals für irgendwas stimmen, das der Republik hilft. Konzentriert euch besser auf die anderen Crewführer. Weg der Kriecher führt einen rodianischen Schmugglerring an, den Harido Walt. Eine der größten Operationen der Galaxis. Weg ist Geschäftsmann. Er ist jedermanns Freund, solange für ihn etwas dabei herausspringt. Findet heraus, was er braucht und gebt es ihm. Der andere Crewführer ist Indigo, ein Mandalorianer, Ex-Mandalorianer. Das gilt auch für seine Crew. Sie nennen sich Damanda. Söldner und Waffenschmuggler. Indigo und Weg sind Konkurrenten, daher trifft es sich gut, dass ihr nur die Stimme von einem der beiden braucht. Damanda. Das ist ein Name. Wieg oder Indigo? Verstanden. Danke für die Hilfe. Dafür sind Freunde doch da. Sieht aus, als würde die Huttenbrecherin ihre große Willkommensrede halten. Suchen wir uns einen guten Platz. Bei den Eingefrorenen. Ja! Wie geht es euch heute Abend? Seht uns nur an. Wir überleben. Wir gedeihen. Wir verwandeln diesen kleinen Felsbrocken in das schlagende Herz der Galaxis! Noch vor ein paar Jahren waren wir Sklaven. Jetzt sind wir die Meister. Stellt euch nur vor, was wir in der Zukunft werden könnten! Wir müssen nur wir selbst bleiben. Das sein, was wir bisher waren. Abschaum! Wir bewahren den Frieden, bewahren das Gleichgewicht und schauen nach vorn! Denn vor uns liegt die gesamte Galaxis. Alle anderen sehen dies noch nicht. Sie sehen nur Soldaten, Politiker, Sith, Jedi. All diese Leute, die denken, sie hätten das Sagen. Die denken, ihre Kriege würden entscheiden, wer die Befehle gibt. In Wahrheit werden sie nie das Sagen haben. Sie werden nie Befehle geben. Wisst ihr wieso? Denn während sie damit beschäftigt sind, sich gegenseitig umzubringen, machen wir Geschäfte, schmieden Bündnisse, schließen Freundschaften, erweitern unseren Einfluss. Alles, was sie kaufen
um sich gegenseitig in die Luft zu jagen. Verkaufen wir ihnen! Wir werden reicher! Stärker! Wenn sie endlich innehalten und nachdenken, wird es zu spät sein. Weil es dann weitaus mehr von uns geben wird, als von ihnen! Und dann haben wir das Sagen! Also haltet durch, meine Freunde! Es kann nur besser werden! Ich dachte, sie sagt es. Es kann nur einen geben! Willkommen auf Meksha. Hat euch die Rede gefallen? Immerhin hat sie es geschafft, sämtliche beteiligten Gruppierungen zu überzeugen. Ne? Das muss man erstmal schaffen. Muss man immer zugestehen, ne? Jetzt weiß ich, wie ihr es geschafft habt, die Rebellion gegen die Hutten anzuzetteln. Naja, die Hutten haben das meiste für mich erledigt, wenn ich ehrlich bin. Es musste nur jemand den ersten Schuss abfeuern. Und nun genießt unsere Gastfreundschaft. Genehmigt euch einen Drink auf meine Kosten. Oh ja, nicht nur einen. Friedlich. Ihr könnt doch friedlich sein, oder? Nalok hat es mir versprochen. Diener der Republik brüsten sich oft ihrer höheren Ziele, während ihre Taten etwas ganz anderes sagen. Kein Grund für Beleidigungen. Commander, das ist Darth Shah. Mitglied des Rats der Sith, verantwortlich für Produktion, Logistik und zivile Ordnung. Mhm. Wie geht es euch? Immerhin ist er relativ freundlich geblieben. Es hätte auch anders ausufern können. Wir konfrontieren sie mal mit der Wahrheit. Darth Zavik erwähnte, dass wir euch vielleicht hier treffen würden. Sie war sehr hilfsbereit. Ach, sie muss so enttäuscht gewesen sein, dass sie euch nicht töten konnte. Aber dann wären wir uns hier nicht begegnet. Ihr habt bestimmt viel zu besprechen, aber wir haben einen Termin. Viel Spaß bei der Auktion, Commander. Ist so ein bisschen Gentleman-Duell gerade. Ich hoffe wirklich, wir sehen uns bald wieder. Fakt ist eins, Darth Shah hat tatsächlich ein bisschen Stil, muss man sagen. Ich kümmere mich um euch. Auf ihre eigene Art und Weise. So, dann... Ach, wir sollen mit allen sprechen. Na gut, dann nehmen wir uns mal die Feinde zuerst vor. Seid ihr der Anführer der Brüder? Wir sind eine Bruderschaft, vereint unter einem edlen Ziel. Wir haben keinen Anführer. Unser Weg ist offensichtlich. Wir nehmen jene ohne Wert und geben ihnen Wert. Ohne Wert. Wir geben jenen Arbeit, die ohne Ziel sind. Unsere Werke ermöglichen größere Werke. Unsere Arbeit erschafft Arbeiter. Nutzlose Wesen werden wieder nützlich gemacht. Die Galaxis wird besser. Es sind ziemlich krasse Einsichten. Jemanden zu zwingen, Dinge gegen seinen Willen zu tun, ist falsch. Sklaverei macht die Galaxis nicht besser. Sie zerstört Leben. Nur Aktivität kann erschaffen. Trägheit, Apathie und Untätigkeit zerstören. Eure Worte verschwenden Atem, der produktiv genutzt werden könnte. Diese ganze Veranstaltung ist reine Verschwendung. Wir sehen uns das nicht länger an. Ja, ganz Unrecht, ja, doch, ganz Unrecht hat er da nicht, ne? Aber tatsächlich können große Werke tatsächlich nur durch Aktivität entstehen. Da hat er nicht ganz Unrecht. Bloß die Art und Weise ist halt der springende Punkt. Die Art und Weise, wie man das Ganze macht. Oh. Mir deucht, wir sind falsch gelaufen.
Warum auch immer dann da eine grüne Durchgangsmarkierung war. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Oh, das ist ja fies. Das ist ja dann fies. Hättest du so richtig schön dann gesagt, so, oh, ist das schön, lange aufbleiben. Musst du vorbildlich sein, machst du morgen früh erstellt Frühstück für deine Liebste. Was wollt ihr? Verbalgeplänkel gehört nicht zu euren Stärken, was? Nein, tut es nicht. Und ich nehme mal an, zu euren auch nicht. Wir würden nicht reden, wenn ihr nicht etwas von mir wolltet. Also, was ist es? Ja, es ist ja morgen früh dann. Wie gesagt, je nachdem, wie man seinen Tagesablauf hat. Wir bleiben mal distanziert erstmal, ne? Wir wollen ja nicht unsere Motive direkt offenlegen. Ich bin aus den gleichen Gründen hier wie alle anderen auch. Um Leute zu treffen und beiderseitig lukrative Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. Ja, so sieht's aus. Wenn ihr glaubt, die Damanda würden in eurem kleinen Krieg kämpfen wollen, seid ihr wahnsinnig. Auf Mekshar geht es uns gut. Ich benötige eure Hilfe bei unseren Operationen auf Mekshar. Es hat nichts mit Kämpfen zu tun. Interessant. Das käme auf die Details an. Ja, Geld spielt wieder eine Rolle. Das ist kein guter Ort, um übers Geschäft zu sprechen. Zu viele Ohren. Trefft mich später in der Kantine, dann sehen wir weiter. So. Da war es, glaube ich, noch einer, wenn ich das richtig sehe. Interessant. Wir haben ja vorhin gehört, dass auf Sakul keine Ritter mehr sind, ne? Die das Volk beschützen. Jetzt wissen wir auch warum. Die werden alle als Dekoartikel missbraucht. Gruselig, gruselig. So. Ah ja, hier mit den Netzen. Da haben wir den letzten. Chonki Faguta, Giobora, Geoto Kakise. Timote Kikasa, Dobonilis Dioto. Chai, Kunkunta Chichai. Will ich ein Freund von dem werden? Ich weiß nicht. Das erinnert mich schon mal an die Szene mit Han Solo, ne? Wer schießt zuerst? Hängt davon ab, wie gut ihr eure Freunde behandelt. Makipuna male tutta od Mishka. Conchita chichakta. Kusum mala chikuta. Ikosa mose ala tuta. Kobane puta taise jeskusku. Ich bin neugierig. Wie steht ihr zum Auftanken der republikanischen Schiffe? Kasuyali koyaran kenka kurun. Kliskataka yos osko ukopokuta. Makipuna male tutta od Mishka. Kusum mala chikuta, ikosa mose ala tuta. Je eher, desto besser. Bambaula kavaji otto. Tatsächlich gab es eine Meldung, dass sie wohl die Szene in der Kantina, wo Han quasi das Feuer gefischt hat, dass die nochmal überarbeitet wurde. Hatte ich heute irgendwo einen Bericht gelesen. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das nochmal geändert wurde. Ja, ob man sich da tatsächlich für eine Seite mal entschieden hat, um diesen Mythos quasi mal aus dem Weg zu räumen, würde mich mal interessieren. Wir können uns sicher irgendwie einigen. Tungi Machechu! Kafstu undile! Jio hola lukuta! Tungi machechu, kutsig nankihe. Wunderbar, der blotte Witz. Alter, was zum Teufel ist das? Sieht aber richtig garstig aus. Wer stellt sich sowas als Deko-Artikel hin?
So. Ja, jetzt dürfen wir mit dem Mannsweib wieder reden. Die ist aber auch groß, ey. Ich sag ja, ne, menschlicher Kugelfang. Immer vorschicken. Können wir uns dezent hinter ihrem breiten Kreuz verstecken. Hattet ihr genug Spaß für eine Nacht? Ich bin hier fertig. Wir haben von dem Attentäter vorhin erfahren. Schön, dass es euch gut geht. Sie hätten wissen sollen, dass ein Sith keine Chance gegen euch hat. Ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass es ein Attentäter war. Seltsam. Aber ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als weiterzumachen. Es gibt auch gute Nachrichten. Die Docks sind nicht der Verteidigungsalbtraum, den ich erwartet hatte. Es gibt viele gute Engpässe, schwer einsehbare Ecken und erhöhte Positionen. Die Huttenbrecherin will keine Invasion, also darf Nalok nur eine begrenzte Anzahl an Leuten mitbringen. Er versammelt gerade seine besten Truppen. Ich habe auf Ossus viel mit Droiden gearbeitet, also helfe ich Schrotti, seine Wartungsdroiden für den Kampf umzurüsten. In der Zwischenzeit habe ich Arn losgeschickt, um das Gebiet der Brüder auszuspionieren und auf imperiale Aktivitäten zu achten. Wenn sie jemanden auf uns ansetzen, werden wir es wissen. So. Tatsächlich sollte das eigentlich so sein, dass die neue Trilogie zu Zeiten der Alten Republik spielt. Aber da die beiden Regisseure, die das ja eigentlich machen sollten, abgesprungen sind, muss man mal abwarten, was generell jetzt bei rumkommt. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen verschoben werden. Denn die müssen ja dementsprechend einen guten Ersatz für die beiden Regisseure dann finden. Ja, Pause direkt nicht. Also die haben ja schon ein Konzept für die nächsten 10 Jahre vorgelegt. Also für die nächsten 10 Jahre ist definitiv genügend Film- und Serienmaterial schon gesichert. Frage ist halt nur, wer macht es, ne? Wie kommt Arn mit seinen Lektionen zurecht? Er lernt schnell. Viel besser, als er denkt. Mhm. Sobald er endlich lernt, an sich zu glauben, wird er keine Probleme mehr haben. Und was ist mit euch? Wie fühlt ihr euch als seine Lehrerin? Es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich denke, der alte Mann hat mir für den Anfang einen einfachen Schüler gegeben. Aber ich muss zugeben, er hatte recht. Einen anderen zu lehren hilft wirklich, die Grundlagen zu vertiefen, wisst ihr? Es hilft einem, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Wir sollten los. Haltet uns über die Crewführer auf dem Laufenden, ja? Wenn ihr etwas benötigt, sagt Bescheid und wir werden da sein. Will ich das? Will ich, dass die jedes Mal da ist? Ich weiß nicht. So. So, Uhr sagt, wir sind wieder bei über einer halben Stunde knapp. Dementsprechend Folgenpäuschen, ne, ihr wisst Bescheid. Däumchen wären Träumchen. Gerne auch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Dann geht's hier weiter mit Star Wars The Old Republic und Onslaught auf der Republik-Seite. Bis dahin, ciao, ciao und mögen die Macht mit euch sein.